Heute entscheidet es sich, wer ist der oder die beste Mario Kart Spielerin aller Zeiten auf der Welt und bei Rocket Beans, wenn wir heute endlich den Klassiker auf dem Super Nintendo spielen. Los geht's. So, herzlich willkommen. Nach dem besten Cold Opener in der Geschichte suchen wir heute die beste Mario Kart Spielerin der Geschichte. Ich bin, also die Chance ist relativ hoch, dass es eine von euch beiden wird. Deswegen bleiben wir bei der weiblichen Bezeichnung. Du hast auch noch alle Möglichkeiten. Aber Sarah ist derzeit in Führung auf Platz 1 mit 8 Punkten. Super gefahren bislang, auch wenn du in deiner vermeintlichen Paradedisziplin letztes Mal ein bisschen geschwächelt hast. Ja, ich versuche mich noch, also ich bin noch in der Wiedererholungsphase von dem Wii-Turnier. Ja. Dementsprechend gucken wir mal, was wird heute. Aber ja, ich weiß nicht. Also ihr habt euch echt doll rangekämpft jetzt. Es sieht gar nicht so schlecht aus für alle anderen, weil ich mit dem SNES-Teil auch nicht so viel Erfahrung habe. Dementsprechend, Esther, glaube ich an dich. Esther, du bist knapp dahinter mit 7 Punkten. Wie ist deine Beziehung zum SNES Mario Kart? Also, ich habe es irgendwie als Kind echt nicht oft gespielt. Und das erste Mal, woran ich mich so richtig erinnern kann, ist, dass ich es auf irgendeiner Party gespielt habe. Was man so macht auf Partys. Ganz genau. Mhm. So, das sind meine Partys, wo ich halt hingehe. Mhm. Und ich dachte mir, fuck, ist das schwer. Ja. Also ich finde es richtig schwierig und ich habe auch ein bisschen Schiss. Gut, das heißt, du hast das quasi nicht chronologisch gespielt, sondern hattest vorher schon andere Teile auf nachfolgenden Konsolen und dann zurück zum Super Nintendo. Genau, ja. Ja, und das hat sich ja in der Vergangenheit wird auch als extreme Herausforderung herausgestellt, denn die Teile sind extrem schlecht gealtert. Ja, definitiv. Man erkennt die Strecke kaum. Es ist ein Pixelbrei, insbesondere wenn man zu viert dann auf einem Monitor spielt. Was ist deine, du bist ja auch schon jetzt sehr, sehr alt. Du hast ja Mario Kart auf dem SNES auch zu seiner Zeit gespielt, als es rauskam. Wie ist so deine Erinnerung? Also ich habe es nie gehabt, aber immer wenn ich es gespielt habe, haben wir aber immer den Battle Mode gespielt tatsächlich und nie normal Kart fahren. Also richtig Kart war eher auf dem N64. Deswegen wird hier sehr schwierig sein, also vor allem das Driften. Und aber die Strecke erkennt man, das finde ich sehr schön, im Gegensatz zu der Wii-Version oder Gamecube-Version oder N64. Ich weiß, was vor mir steht. Ja, weil auch einfach nicht so viele Grafiken da mit reingekloppt wurden. Das ist schön simpel. Das freut mich auch. Es ist richtig aufgeräumt und fürs Auge auch einfach eine schöne Abwechslung zu dem, was wir in den letzten Ausgaben über uns ergehen lassen mussten. Dann lass uns mal anfangen. Wir spielen folgenden Modus. Wir spielen zweimal Match Race One-on-One, wenn man so möchte. Und wir zählen die Anzahl der Siege. Das ergibt ja dann für jeden 6 Rennen. Ne? Also Sarah spielt zweimal gegen Esther, zweimal gegen mich, zweimal gegen Wirt. Das heißt, die beste Bilanz, die man holen kann, ist 6-0. Die schlechteste ist 0-6. Dann schauen wir mal am Ende, hoffen wir, dass wir nicht dreimal irgendwie 3-3 haben oder so. Weil wir müssten dann in Entscheidungsmatches kommen. Und dann würde ich sagen, falls wir in die Situation kommen, dass alle die gleiche Bilanz haben, dann losen wir einfach aus. Spielen wir 2 Halbfinals und ein Finale. Wenn 3 die gleiche Bilanz haben, dann machen wir einfach nochmal 3 Rennen, One-on-One, in der Hoffnung, dass es nicht 1-1-1-1-1 steht und so weiter. Also wir werden eine Lösung finden. Wir überqueren die Brücke, wenn wir ankommen. So, Esther und ich machen das erste Spiel. Match Race, genau. One-on-One, keine NPCs. Ich nehme heute mal nicht Luigi, sondern Toad, weil Toad war damals so. Ich habe auch Luigi so, aber Toad war, ist halt der leichteste. Es gibt halt zwei leichteste Fahrer, das sind Toad und Koopa. Dann kommen, glaube ich, Yoshi und Princess. Dann müssten Mario und Luigi kommen Koopa. Und die schwersten sind. Jetzt nimmst du Koopa. Ah, ja. Okay, ja, siehst du, da kommen sie schon mit der Meta an. Also, ich weiß halt nur, Toad war immer mal das schnellste, aber die schnellste Beschleunigung. Soll ich die erste aussuchen? Ja, weil du beim letzten. Gut, dann also die Person mit den wenigeren Punkten darf als erstes. Oh nein, das tust du nicht. Ghost Valley 1. Nein. Ja. Oh yeah. Ich hätte es nicht so Angst. Oh, Scheiße. Oh Gott. Man darf auch jede Strecke nur einmal auswählen, ne? Nee. Ich hoffe. Du hast keine Regelautorität. Nein, ich bin da unten. Oh, shit. Oh, ich bin original unten. Kann man keine Sachen nach vorne werfen. Ah, fuck. Man kann keine Sachen festhalten. Oh, sind ziemlich kurze Strecke, sind ne? Sind ja ein paar Wände. Ja. Oh nein. Oh. Ja. Könnte man schon Sachen nach hinten schießen? Nee, ne? Doch. Alter, ich doch. Ging schon? Gemacht, ja? Ja? Jesus. Ich fall die ganze Zeit gegen die Wände. Ja, Nils, man merkt schon, souverän. Alter. Oh, wow, wow.
der Einzige, der auch gerade nicht erzählt hat, wie viel Erfahrung er schon mit dem Teil hat. Ja, ich habe den tatsächlich früher am ehesten den gespielt. Ja, das war's. Und das ist auch deine Lieblingsstrecke? Vier Runden? Diese? Ja, die macht die... Oh, scheiße, eine Runde! Ich hatte jetzt einen roten! Aber ich darf den behalten. Du hast ihn immer noch. Oh! Ja, der fliegt leider nicht direkt zu ihm. Okay, er fliegt nicht die Strecke lang. Gut, dass ich das jetzt weiß. Es gibt auch nur eine Möglichkeit, hier Items zu bekommen. Das ist kurz nach der Start- und Zielgerade. Ja, vergiss es. Bist du wieder reingefallen? Da kann ich ja ganz entspannt sein. Jetzt. Ja, entspann dich. Guck mal, da siehst du sie schon. Oh ja, da, ich überhole dich jetzt. Ich überrunde dich. Warum? Alter. Ja, das war... Ja. Okay. Aber wir spielen jetzt nochmal, ne? Ja. Und ja. Ich darf auswählen. Mhm. Ich sag nur, Rainbow Road ist hier die Hölle. Also. Ja, das mache ich auch nicht. Das mache ich echt nicht. Ich bleibe mal bei den einfachen Strecken. Nein. Das sieht doch gut aus. Oh, das sieht ganz furchtbar aus. Im Vergleich mit allem, was wir zuvor gezockt haben, ist jede Strecke eigentlich von der Führung her eher einfach. Wo ist Toads Autobahn? Ja, stimmt. Ich mach das jetzt einfach. Mach, womit du dich wohlfühlst. Ich werde, ja, nee, wohlfühlen. Ich bin unten. Ich weiß nicht, wann der Superstart ist. Ich auch nicht. Gibt's hier einen? Ja, es gibt auf jeden Fall. Oh, da wird gedriftet! What the hell? Nicht schlecht. Oh mein Gott. Oh, Alter, das war. Okay, das war super miese Attacke. Erster Platz und dann noch mit dem roten Panzer unterwegs. Oh Gott. Der Flieg und Sieg. Oh, shit. Was ist mit dem passiert? Nee, er ist gegen eine Wand gekommen. Oh, ey, komm. Das kann nicht wahr sein. Was? Ja, die Roten, dass die einfach überall gegenprallen. Ich habe auch das Gefühl, wenn da einmal jemand weiter vorne ist, hast du da eigentlich fast keine Chance mehr aufzuholen. Ja, es gab zu dem Zeitpunkt noch kein Rubberbanding. Also du hast keinen blauen Panzer gehabt, keine Kanonenkugel. So, oh Gott, okay. Ja, vergiss. Habe ich einen Rückwärtsgang? Nee, habe ich nicht, ne? Y? Ja, das war's schon. Also ich habe ja gar keine Chance mehr. Der Alter, Rote wird. Du driftest. Der Rote wird ihn nicht erreichen. Du schaffst es. Alter, Nils kann sich auch nochmal verhaken. Irgendwie. Ja, das wird er aber nicht. Let's go. Du bleibst aber an Sachen hängen. Ja, ja, ich hab's auch schon bemerkt. Okay, oh, das coole war Wende. So unnötig. Coole Wende. Oh, jetzt gucke ich auch irgendwie nicht mehr so richtig hin. Ja. Das hat auch einfach keinen Sinn mehr. Ich bin sinnlos. Also du kannst jetzt zum Beispiel das dann nutzen, um dann Drifts zu üben. Ja, das ist wahr. Ich krieg das gleich. Ey, das Driften in diesem Spiel ist so pain. Aber bringt's denn was? Kriegt man dadurch dann einen Schub nach vorne oder nee, ist es einfach nur, aber um du Kurven halt, zu schneiden? Ja, um die Kurve zu schneiden, weil du kommst sonst nicht um die Kurven. So, das ist ja toll. So ja, bist du viel zu schnell da. Ja, das ist. Okay. Not bad, Nils. Not gut, bad. Das gefällt mir. Da macht man jetzt Change Driver erreicht. Oder nee, End. Ja, Change Driver. Change Driver, genau. Gut, dann wechseln wir jetzt einmal durch. Nächstes Rennen wird okay, und Sarah. Wir tauschen einfach einmal so, würde ich sagen. Ja, ich bin ein Punkt hinter dir. Ich glaube, ich bleib dann hier bei Onkel Toad. Ja. Bei mir. Okay. Ich darf die erste Strecke aussuchen. Such dir mal aus. Wer spielt gleich die Gewinner oder die Verlierer gegeneinander? Die nächste Runde ist wird gegen mich. Ach so, das haben wir sogar schon festgelegt. Mario Circuit? Also die Verlierer. Oh, nochmal Mario Circuit. Das ist ein anderes Circuit. Ja? Ist das der erste? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das ist der dritte. Ich glaube, ich habe es verkackt. Boah, ja, das macht... Nicht richtig glücklich. Oh Gott, ja, geile Kurve. Das, wenn du den Start verkackst, ist schon durch eigentlich. Ne? Ja. Ja, man hat dann natürlich so eine Panik und will aufholen und. Diese Bomben, die da einfach so auf der Strecke sind, die sind auch richtig fies. Das ist nicht in Ordnung. Kannst du mal irgendwo gegenfahren? Das wäre cool. Ich will ja keinen Druck aufbauen, Sarah, ne? Aber du bist ja in Führung liegend. Und das jetzt mit Wirt ist schon ein richtungsweisendes Duell. Das könnte natürlich am Ende auch wirklich zu einem Gleichstand kommen, ne? Also wenn du jetzt einen Platz hinter Wirt bist in der Gesamtwertung. Druck ist mir fremd. Aber die Konstellation ist eigentlich ganz interessant, weil Esther und Wirt ja beide 7 haben. Das heißt,
Wir haben nicht drei Erstplatzierte, was für mich gut ist, weil dann wäre ich der Einzige, der nicht Erster ist. Das ist echt nicht meins. Ja. Wie schaffst du es nicht, in jede Scheiße reinzudüngeln? Ich bin gerade in Scheiße reingedüngelt. Ja. Ich raff's auch nicht. Ich war auch so oft. Oh, ja, Sapsarab. Einen grünen Panzer geklaut. Ja, es ist wirklich natürlich im Vergleich mit den neueren Titeln dann auch ein bisschen skilliger, das Spiel, weil es gibt halt nicht diese ganzen, also erstmal nicht diesen krassen Rubberband-Effekt und dann gibt es halt auch nicht die ganzen Items, dass du mit einem Raketenantrieb irgendwie einfach mal automatisiert nach vorne gespült wirst oder so ein Quatsch, das gibt's halt hier nicht. Boah. Ja, stark wird. Ja. Danke, danke, danke. Zu nicht zu null. Schon mal ein Anfang. Aber dass selbst der rote Panzer. Oh. Wurdest du geschlagen? Er hat mich einfach geschlagen. Ja, Wirt kann leider nicht mehr mitmachen. Ja, schade. Oh, das sieht doch. Ah, die ja, Choco Island. Also, dass selbst der rote Panzer dich nur erreicht, wenn du in Sichtweite bist. Genau. Und nicht um eine Ecke. Ja gut, aber das ist bei den neuen Spielen ja auch ähnlich. Also du schießt sie nach vorne und die nehmen das nächste Ziel. Also wenn sie auch zum Beispiel ein Pinguin ist, dann triffst du eher einen Pinguin. Ja? Ja. Aber immerhin können sie in den neuesten Teilen um die Ecke. Alter. Nein. Komm, okay. Du willst die Welt brennen sehen. Aber die können um Ecken, ja, also die können kurven, sagen wir es mal so. Komm, wir machen das hier. Let's go. Cooper Beach. Bin ich unten, ne? Ja. Ist Wasser gut? Ich glaube, Wasser ist nicht gut. Wasser ist nie gut für Autos. Oh ja, die Feder gab's hier noch. I remember. Du kannst springen. Ja, es gibt ja Abkürzungen, ne? Ach so. Die man mit der Feder nutzen kann. Die Frage ist, man muss sie natürlich erstmal checken, wo die sind. Ja. Ja, das ist jetzt so eine Situation, ne? Hey, was ist passiert? Roter Panzer. Ach komm. Da kann man mit ein bisschen Pech auch ins tiefe Wasser rutschen dann. Das ist doch nicht, wie du gewinnen möchtest. Also ganz normal mit Items. Geh weg. Danke. Da müssen wir auch weg sein. Das ist smarter, oder? Oh, das ist jetzt gut. Das ist gut. Oh. Oh, das ist krass. Der ist mächtig hier, der Stern. Tatsächlich. Das ist ja so ärgerlich, ne? Wenn man wirklich dann nur durch ein Item noch verliert. Ja! Nice! Das ist doch nicht, wo ich du gewinnen möchtest. Aber das ist natürlich doch auch dieser Strecke, ne? Das ist ja eigentlich mit die leichteste Strecke. So. Nice! Ich hatte nur eine Möglichkeit gehabt. Ihr dann hattet irgendwie alle auch diese. Aber du hast dafür einen roten Panzer. Also ja, das ja, ist klar. Gute Wäsche. Das sparen sollen. Das nächste Match, was hattest du gesagt? Wird gegen mich. Okay. Wird gegen mich. Wenn es okay ist. Change Character, Change Driver, oder? Oder möchtest du. Nee, ich bleib auch bei dir. Oh, sorry, okay. Ja, gut, dann. Du hattest ja vorhin schon den Cooper gehabt, ne? Ja. Nee. Was hat das mit Donuts zu tun? Wahrscheinlich, man nennt das ja, wenn man so. Ich mach das Reis dreht, ja. Das ist ein Donut. Das sieht ganz furchtbar aus, aber ich werde das jetzt machen. Choco, Choco. Choco Island. Gibt's hier einen Schnellstart überhaupt? Ja, ich glaube ja, aber ich weiß nicht mehr, wann er ist. Ja, aber da rutscht man, seht ihr, man rutscht da, ne? Oh! Am Ziel vorbeikommen. Das könnte so hilfreich sein, wenn es nicht einen immer aus. Ja, aus allem raus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Wo ist er? Sieht gut aus. Einmal, komm schon. Letztens einmal. Oh, Scheiße! Ah, okay. Sind's immer fünf Runden eigentlich? Ich hab mich auch gewundert, dass es fünf Runden waren.
Ja, die Strecke war eben super kurz, ne? Mhm. Ich glaube, in der Regel sind es 3. Ist ja auch bei. Das ist auch 4. Oh shit! Komm. Bei Baby Park sind es ja auch 7 oder so. Also ja. Das kommt doch mal ein bisschen auch drauf an. Nein! Haben wir den Pilz? Ja, das Spiel ist so viel geiler als alles, was wir. Also das und dann kommt. 8. Und dann kommt 8. Das ist wirklich so. Komm. Ja. Oh nein. Oh, aber die Idee war natürlich gut, ja. Ja. Oh, ja. Oh, ich hab mal was gewonnen. Nice. Okay. Change Kurs. Ja. Ja, die Idee war da, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Was wolltest du machen? Ich wollte mit der Feder rüberspringen, um abzukürzen. Ah. Aber es war auch riskant, weil ich nicht wusste, wo ich rübergesprungen wäre. Ah, okay, okay. Okay. Die riesige Matsch. Oh. Allein da, Alter, unten, wenn du da unten reinfährst. Das habe ich nämlich gerade, als ich ausgewählt habe, auch kurz überlegt. Aber ich dachte, wenn ich da drin lande, dann schreie ich und verlasse das Studio. Ja. Das hatten wir eben gehabt, ne? Weiß ich nicht. Wir sehen jetzt alle gleich aus. Ja, finde ich auch. Das ist ganz schlimm. Nee, bitte nicht. Komm, Mario Circuit 4. Ich hatte eben 3 gehabt. Mal, gab es da nicht noch ein Special Cup? Ja, es gab da noch einen, wo dann die Rainbow Road war. Ich kann das mal freischalten. Der ist freigeschaltet, ja. Oh nein, wie schade. Ich meine doch, das war ein. Die musste man sich freischalten, indem man dann, weiß ich auch nicht, in 150 oder nee. Wow! Hau ab. Wow! Ich wurde noch von diesem schwarzen Ding erwischt. Ja, ich hasse die. Die sind auch so fies. Finde ich gut, dass sie die abgeschafft haben. Geh weg. Oh, ja. Ja. Spannend. Kopf. Der hängt dir noch relativ hinten. Ja, ich hab's irgendwie gesehen. Oh, shit. Oh, das hätte was werden können. Oh, das könnte noch. Oh, der ricochet immer noch herum. Den kriege ich jetzt wahrscheinlich selber ab. Oh, ja. Alter! Oh, Alter, wir haben noch eine halbe Stunde. Er ist nicht angekommen. Oh, das war jetzt eine gute Szene. Wow. Bad luck wird, ne? Das, ja, die sind echt fies, diese Grünen. Ich hasse das auch. Aber hier ist wenigstens nur einer. Nicht so wie eben im Spiel. 5 grüne Panzer. Kriege ich jetzt hier nicht den Blitz? Ja, das ist auch super OP, das finde ich auch. Jetzt hier einen Blitz zu kriegen, One-on-One ist ja lame. Ja, hatten wir vorhin auch schon gehabt in der Trainingsrunde. Ja, das stimmt. Wo ich auch nur dachte, so, Alter, du bist nicht dicht hinter ihr. Das ist super lame, ja. Aber das ist noch nicht ganz entschieden. Aber ist auch das nicht schlecht. Aber ich will ja jetzt hier kein Druck. Ich bin so nervös. Ah! Oh. Scheiße. Oh! Ja, das war nein! Gib doch letzte Gas! Letzte Runde, die eine Banane warst du. Ja. Fuck. Ja, das war's. Ja, ich kann aber immer noch in so ein schwarzes Ding reinfahren, deswegen. Oh, ist das spannend. Nee, das wirst du nicht tun. Und das habe ich gemacht. Oh! Das ist ja unfassbar. Das ist meine Chance. Wie spannend ist das hier eigentlich gerade? Ich hab's doch gesagt. Letzte Runde! Letzte Runde! Ich dachte, das war die letzte Runde! Ich dachte auch, das wäre die letzte Runde! Wer hatte gesagt, das ist die letzte Runde? Vielleicht ich. Wieso drehst du denn um? Was machst du, Esther? Nein, ich hab auf deine letzte Runde nicht hingeguckt! Warum? Weiß ich nicht! Plötzlich! Oh mein Gott! Oh, okay, das hat mich gekillt. Ich dachte auch, dass es die letzte Runde wäre. Vielleicht habe ich das aus Versehen gesagt. Warum habe ich auf den unteren Bildschirm geguckt? Aber das ist ja eure eigene Verantwortung. Das stimmt leider auch. Oh mein Gott, come back! Oh, ist das... Wieso gucke ich denn auch auf den unteren Bildschirm? Das ist echt mies. Mies gelaufen. Oh, danke, dass du sie bambuselt hast. Ey, es tut mir leid. Ich weiß, ich nehme diese Abwesenheit, nehme ich eigentlich die Schuld auf mich. Ey, ich hätte verloren. Ich hätte verloren. Nein. Ich habe jetzt nur verloren. Noch nicht mal wegen dem Ding, sondern weil ich dann irgendwie plötzlich nach unten geguckt habe. Ja, du hast die Falsche. Warum auch immer. Das war komisch, ja. Super, also spannend 1-1, ne? Wer spielt denn jetzt gegeneinander? Sarah und ich, ne? Ach, okay. Muss ja. Oh nein. Ich bleib ein. Oh, bei das Toni. Ärgert mich jetzt so doll. Oh Gott, oh Gott. Wieso guck ich denn nach unten? Du hättest was gewonnen. Für ein Comeback. Das kann am Ende, dieses eine Rennen kann am Ende dein Gesamtsieg sein. Ja, ich weiß. Ich höre einfach zwei, zwei, wenn du diese Nadel nimmst und sagst.
Oh mein Gott, die Chance, dass ich gewinnen würde, nachdem ich eigentlich schon nochmal getroffen wurde, dachte ich so, nee, das war's. Oh, scheiße, das war doll dumm, aber ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Oh. Also Sarah und ich liegen jetzt gleich auf. Nein. Und Nils und Wirt. Aber warum? Also. Du möchtest die Welt brennen sehen. Nee, ach so, lustig. Also ihr seid vorne, meinst du damit? Oder? Nee, ihr seid vorne. Wir sind vorne? Ihr habt beide zwei Siege und Sarah und ich haben einen Sieg. Hattest du nicht im auch? Ach ja, du hast gegen mich gewonnen. Sarah hat auch gegen mich gewonnen. Genau. Und du hast dann wieder gegen mich gewonnen, weil ich. Oh Gott! Oh Gott! Ach du Scheiße! Oh Jesus Christ! Du weißt, wie die geht, oder? Jesus Christ! Ja, du weißt, wie die geht. Keine Chance. Ja, was ist das denn? Keine Chance. Oh Gott! Du fliegst! Cool. Du springst über die Items! Mies. Ja. Oh. Ja, danke. Das ist ja eine fiese Strecke. Oh, du kannst ja einfach nur auf diese rote Suppe fallen. Oh Gott, oh Gott. Oh, Alter, wenn man hier die Wand trifft, ist man halt instant abgeblockt, ne? Ja, also man. Du machst das nicht die ganze Zeit, ich schon. Oh! Ey, diese schwarzen Kugeln, ne? Sind es ja. Bullet Bills oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber die finde ich auch ganz furchtbar. Bin froh, dass sie die rausgenommen haben. Oh fuck, ja, das ist ja so mies, das Timing ist einfach pures Glück, wenn man da durchkommt. Was ist denn jetzt? Das ist wirklich, also... Also du musst ihn jetzt einmal besiegen. Mindestens. Ey, sonst ist es in Führung. Dir ist schon klar, dass... Obwohl, du bist hinten. Ey, Nils, gewinn einfach. Ey, ist cool. Nils. Ich überhaupt gar keine Rolle spiele. Ey, doch, eigentlich schon. Wenn du jetzt gewinnst, ne, dann sind meine Chancen höher zu... Ja, du musst ja nur vor Sarah sein. Ich muss nur. Ja, du und seid vor mir. Gleich. Ja, genau. Wenn du Zweiter wirst und Sarah... Aber Nils, du bist der Beste, mach weiter so. Ja, guck mal. Wenn Sarah Letzte wird, dann musst du nur Zweiter werden und hast sicher die Gesamtwertung gaunert. Ja, du machst das jetzt. Wofür hat man eigentlich diese Feder? Zum Springen. Ja, wo drüber? Um Abkürzung. Hier drüber, damit du das... Ah, zum Beispiel. Ja. The best. Ich notiere. In the world. You're the best. In the world. Willst du wirklich? Oh yeah, let's go to the Vanilla Lake. Oh mein Gott, man kann ins Wasser fallen. Oh shit, ich hätte eben die Coconut Mall nehmen sollen. Da ist Wasser. Die gibt's ja gar nicht. Die Coconut Mall gab's bei der Wii. Drauf, machen wir jetzt. Ach so. Ah. Ja, das stimmt. Let's go. Bist du verrückt geworden? Hey, wir sind immer gute Musiker. Yes. Oh, nach Gott. Bowser's Castle ist langsam. Mir alles egal. Die will die Welt brennen sehen. Ich weiß nicht mal, wo es hingeht, hier wirklich. Oh boy. Oh, was? Du bleibst da hängen bei diesen Dinger? Ja, okay. Das What the fuck, ey? Da geht's lang. Da, da geht's wird's im Strand. Voll lang gehen. Oh, ah, Gott. Scheiße. Nee, auf gar keinen Fall. Oh, das war bis zum Anfang war es noch ganz okay, ey. Ach, da geht's gar nicht lang. Cool. Oh, ja, das boah, war, die Strecke ja, das ist schlimm. Sagen. Die Teile sind ja wirklich der absolute Höllenmist. Ich kann dich noch sehen. Das. Hört mich? Das war. Nicht. Oh, was? Wieso nehme ich den denn mit? Nee, nicht. Oh! Alter. Gut, gut, gut. Ja, du bist. Okay. Hast du nicht ein Interesse daran, dass ich sie besiegen? Oh, das wird. Okay, die war mies. Hättest du doch den Geist benutzt. Ja, ich weiß, aber. Jetzt kannst du nichts mehr subserraten. Es wäre so schön. Einmal gegen Nils gewinnen. Wie einmal gegen Nils gewinnen? Einmal gegen Nils gewinnen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gegen dich gewonnen habe damals. Nein, das ist ja Schlitzi, ich Trottel! Nicht schlecht! Wow. Ich hab gedacht, da kommt noch eine Kurve, ich hätte die Pilze viel früher einsetzen müssen. Fuck, ey. Oh, ich lame ihn. Das ist nicht gut, wenn Sarah gewinnt. Ich hab gedacht, in der nächsten Gerade setze ich den Pilz ein. Who's next? Und lache mich an dir vorbei und dann ist schon die Dings vorbei. Next up!
Sarah und ich. Oh nein, nicht schon wieder. Es ist auch so blöd, dass man halt einfach nicht weiß, wann irgendwie ein Rennen vorbei ist oder nicht, weil ich glaube, die Runden sind immer unterschiedlich, oder? Komm, das haben wir groß. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ja, deswegen, als dann gesagt wurde, ja, als letzte Runde, ich da so, okay. Stress. Okay, soll ich auswählen? Ja, mach mal. Okay. Jetzt habe ich Puls. Nicht wütend werden. Nicht zum Hulk werden. Das andere. Oh. Ganz kurz mal eben. Ja, wie steht's denn jetzt eigentlich? Ich würde mal einmal, um die Spannung so ein bisschen einzuordnen, mal eben kurz reinhören wollen. Wie stehst du gerade? Bei 1-3? Da liegt's. Hast du uns eben noch eingetragen? Du hast die erste Runde von uns noch eingetragen, ne? Sarah, okay. Du hast zweimal gewonnen. Ja, einmal gegen dich und einmal gegen Wirt. Esther hat einmal gewonnen. Oh. Und zwar gegen Wirt. Ja. Wirt hat zweimal gewonnen, ich habe dreimal gewonnen. Wir haben ja alle jetzt quasi zweimal gespielt. Genau. Das heißt, die Konstellation ist folgendermaßen. Esther, solltest tunlichst versuchen, beide Rennen zu gewinnen. Dann wärst du nämlich safe vor Sarah. Mhm. Und hast eine Chance auf den Gesamtsieg. Mhm. Sarah, wenn du es schaffst, einen Sieg zu holen, bist du safe vor Esther. Dann kann nur noch Wirt dir in die Suppe spucken. Wenn Wirt zweimal gegen mich gewinnt. Oh Gott! Nein! Das heißt, du hast alles in der eigenen Hand. Du hast alles in der eigenen Hand. Wenn du beide Spiele gewinnst und Wirt danach beide Spiele gegen mich gewinnt, musst du gegen Wirt in ein Playoff-Spiel um den Gesamtsieg. Oh Gott. Nicht nur heute, sondern um den Gesamtsieg. Aber was wir fangen passiert, erstmal an. Was passiert, wenn wir beide ins Finale kommen? Nee, was ist, wenn ich jetzt im Finale hab ich gegen. Hab ich schon gewonnen? Ne, wenn ich gegen dich. Wenn wir beide ins Finale. Also, wenn ich jetzt im Finale gewinne, dann kriege ich ja 3 Punkte und du 2 Punkte und dann wären wir Punkt auf. Gleich. Ganz genau. Genau. Aber wenn Nils und ich ins Finale kommen, habe ich eigentlich schon gewonnen. Ja. Das stimmt. Das ist völlig richtig. Weil dann spielen wir beide um die Ehre noch aber mal eine Runde. Bevor du dich selbst schon wieder auf diesen Thron setzt, musst du erstmal jetzt schon auf den Thron. Die Hürde Esther nehmen. Denn wenn Esther jetzt gegen dich beide Spiele gewinnt, dann ist sie heiße Kandidatin für den Gesamtsieg. Das also, das stimmt. Es ist alles noch drin. Ich versuch's. Brich sie. Du machst nicht das. Doch. Brich sie. Oh, komm, warum? Yeah. Brich ihr die Bank. Brich als ihr. Ob du da. Nichts. Einfach nichts. Oh, ich sehe diese Bombe da schon oder was auch immer das ist. Ja, warum? Ich hatte einen Fehlstart. Nein, ist da! Nee, ich bin, ich bin unten! Yeah! Oh mein Gott, jetzt bin ich wirklich unten. Das ist ja furchtbar. Und du hast einen roten Panzer. Behalt ihn. Ja, Schwein auf. Und sobald. Na, da warum? Ja, okay, das denn gemacht? Ich dachte, er springt mit drüber. Ich dachte auch, der springt mit drüber. Scam! Ich raff das hier nicht. Panzer auf Wisch bestellt, ey. Ich raff das Drift-System nicht. Ganz ruhig, du musst ja nicht driften. Dann driftest du halt nicht. Hauptsache, du driftest nicht ab. Und wirst jetzt das irgendwie. Ist wahr. Du darfst jetzt nicht in so eine psychische Blockade reinkommen. Ja. Fahr dein Ding, fahr sicher nach Hause. Wir wollen ein bisschen Spannung sehen. Ja, die ist schon ein bisschen verloren. Nee, guck mal, Sarah spürt jetzt nämlich auch den Druck. Die weiß auch, okay, fuck. Sie weiß, worum es geht. Sie weiß, worum es geht. Jetzt bloß nicht den. Kleines Finale quasi. Oh. Es ist ja auch schon so, wenn du über so viele Runden dann also dominiert wisst ihr noch, als gesagt wurde, ich muss beide Rennen gewinnen, das war, als noch so eine kleine Chance bestand, das war eine schöne Zeit irgendwie. Du hast dich für Bowser's Castle. Ja, das ist wahr. Aber du darfst auch nicht ständig gegen Sachen fahren. Ja, also, nein. Aber ich gebe es auch einfach schon auf. Nein, aber das meine ich, nein, das ist doch Quatsch. Hier einmal in die Lava rein oder so und du aber bist wieder vorne. Ich muss diesen Panzer loswerden, damit ich neue jetzt. Items. Oh. Alter! Ja, komm, geh weg. Ja, das wird nichts mehr. Ja, das. Esther. Sarah, ja, du machst das toll. Bleib dran. Danke, das freut mich, du auch. Wenn ich wüsste, dass der rote Panzer durchgeht, dann. Oh, du fährst auch gegen jede Säule! Du nimmst doch alles mit! Das ist mein grüner Panzer! Das erlebt ich kann noch. Nicht gucken. Ich kann gerade wirklich nicht gucken. Huch! Ich will gerade wirklich auch nicht gucken. Ja, das war mir klar. Also, das war wirklich richtig scheiße. Also, ich war richtig schlecht. Ich war so doll schlecht. Das war schade, schon hart. Schade, komm, das nächste schaffst du. Ja, aber jetzt. Es ist für mich sowieso was schon vorbei. Was hatten wir denn noch nicht? Aber du kannst es mir noch versauen. Das willst du machen? Nee. Ach, bei... Ja, das hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Egal, let's go.
Let's do it. Ah, ich bin unten. Oh, du bist unten? Ich hab so schlimm aus meinem Tower gelernt. Ja, weil du die ganze Zeit Cooper warst. Ja. Aber auch das ist trotzdem noch, Esther, eine verdammt relevante Runde. Also du musst jetzt nicht für die... für euch. Naja, für sie auch. Also es geht ja auch noch um zweiten Platz. Das stimmt, das ist wahr. Und für Sarah geht es jetzt auch um eine Menge. Oh, Alter, bis wohin rutsch ich denn? Wenn ich drifte. Oh Gott, die ganzen Maulwürfe. Ja, die sind wirklich hübsch. Fahr ich in meine eigene Banane. Alter, die Maulwürfe, ey. Ja, die können einem, glaube ich, auch und dann, die bleiben kleben, wenn man drüber fährt. Die bleiben, die bleiben kleben, was bedeutet das? Die bleiben im Gesicht kleben, glaube ich. Und dann muss man so hüpfen, dass die weg runterkommen. Die bleiben kleben. Ich glaube, so ist das hier. Das ist lange her. Das war schlecht. Wie hüpft man denn? Mit der Schultertaste. Ah, ich bin in meine eigene Banane gefahren. Ist das gerade spannend? Oh. Oh, Sarah dicht auf den Fersen. So, wollen wir es sehen. Spannend. Nicht dicht genug. Ja, jetzt musst du hüpfen. Hüpfen. Wie hüpfe ich? Ja, RB. Schultertasten. Ich hab schon wieder vergessen. Nicht dicht genug. Doch. Dicht genug. Das packe ich nicht mehr, glaube ich. Alter, dass du driften kannst, ne? Ich krieg das einfach nicht auf die Reihe. Du driftet hier automatisch. Das ist diese Schotterpiste. Nee, ich glaube, Issa driftet hier aktiv. Ich drifte aktiv. Mit Taste. Achso, ja gut. Aber da, genau da so, ne? Bei diesem Boden, genau. Da driftet man nämlich auch irgendwie manuell so oder so. Alter, also automatisch. Ehre. Nein, noch eine Runde! Wie? Scheiße, ich hatte es beinahe getan. Ich hatte beinahe den Nils verliert. Holy shit, das passiert so einfach. Hör es tut mir so leid, Nils. Hör nicht auf mich. Mach einfach. Just do it. Oh, es ist so spannend. Ja, verwirrt ist das jetzt natürlich auch von... großem Interesse, weil wenn jetzt Sarah diese Runde nicht gewinnt, hat Wirt gute Chancen auf den Gesamtsieg. Oh, wenigstens eins. Okay, wir fassen zusammen. Sowohl Sarah als auch Wirt bekommen einen Punkt dazu. Nee, Esther, ja, nichts hat er gemacht. Stimmt schon. Also, könnten Zwillinge sein. Das doppelte Löttchen mit uns, das wäre super. Esther, ja, stimmt. Läuft bei 2 Siegen ein, das ist final. Dann haben wir Sarah mit 3. Das ist dein finaler Endstand. Und jetzt haben wir folgende Situation. Es fehlt noch. Wenn oder? Wirt... Ein Rennen fehlt noch. Ja, Nils und ich. Ja, genau. Wenn Wirt jetzt beide Rennen gegen mich gewinnt... Oh Gott. Dann hat Wirt 4 Punkte und damit Super Nintendo Mario Kart gewonnen. Allerdings, und jetzt weißt du auch, warum das dieser eine Sieg für Esther für dich von höchster Relevanz ist. Wenn wir dann bei 4 steht und gewonnen hat, dann sind wir beide bei 3 und spielen ein entscheidendes Rennen. In der Gesamtwertung ist Wirt ein Punkt hinter dir. Wenn wir das Entscheidungsrennen machen und ich gewinne, bist du Dritte heute, bekommst nur 1 Punkt und Wirt bekommt 3 Punkte. Das heißt, Wirt gewinnt das gesamte Spiel. Wenn du mich schlägst im Entscheidungsrennen, seid ihr beide punktgleich. Und spielen so und aus. Dann müssen wir um die Gesamtwertung zwischen euch beiden nochmal ein Rennen machen. Damit das passiert, muss allerdings beide Partien gegen mich gewinnen. Es wird noch spannender. Wenn Wirt eine Partie gegen mich gewinnt, gewinne ich Super Nintendo Mario Kart. Ihr beide steht dann bei 3 Siegen. Das heißt, ihr spielt dann trotzdem noch ein Playoff um den ein Playoff um heute Abend. Und wenn das Wirt gewinnt, steht ihr auch wieder gleich und müsst noch ein Playoff spielen. Oh Gott, es ist verdammt viel möglich. Kannst du bitte zweimal gewinnen? Das Einfachste wäre, dass ich beide Rennen gegen Wirt gewinne. Ihr seht, es ist ultra spannend. Oh Gott. Und vieles und alles hängt alles jetzt. Also ist das möglich. Einzige, was safe jetzt. ist, ich bin raus. Nee, das ist raus. So, willst du bei Toad bleiben? Ich bleib bei Toad. Oh ja, ich bin unten, ne? Gut, dann bleib ich bei oben, nämlich Cooper oben. Ja. Wer muss denn retten? Change course. Ja, fang du doch mal an. Ich soll den ersten Kurs nehmen. Nicht gut. Was haben wir denn noch? Ach, ja. Dann nehme ich noch mal diese hier. Oha. Okay. Fair enough. Ja, natürlich. Ist doch in Ordnung. Es ist spannend jetzt, Wirt. Du musst beide gewinnen. Ich weiß. Alpha für dich. Kannst du driften? Fragen können, Freunde. Ja, ich kann, aber ich traue mich das immer nicht, weil wenn man das hier falsch macht. Das ist auch echt smarter.
Nils ist oben, ne? Ja. Es ist wirklich smart, einfach nicht zu ducken. Nicht ausmachen sollen. Auf die Idee kam ich gar nicht. Keine Sorge, ich habe auf der Map auch nicht gedriftet und es hat mir nichts gebracht. Ja, aber das Driften ist immer das, was mich so richtig aus dem Konzept gebracht hat, tatsächlich. Ich hab's irgendwie versucht, aber... Ach Gott, ich komme hier nicht voran. Oh, okay, das war dumm. Go, Nils! Go, Nils! Yay, 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 Nils! Yay, Nils! Ich nehme ja auch alles das mit. Das ist auch wirklich noch an Nils hängt. Ja. Nach diesem Turnier. Ja, aber Turnier. Es ist so nice, dass ich nochmal eine Rolle spiele hier in dem Leben hier. Ja, in dem Spiel bist du auch super. Aber Nils macht das so... Nein, da war ich doch schon... Oh, das ist ja sehr ärgerlich. Bob. Hast du dir die beide eigentlich selber hingelegt? Ach Gott. Nee, ich glaube, eine war von mir. Ich bin jetzt zweimal in die Lava reingefallen. Das war's. Ja, jetzt kannst du mir ein bisschen auf... Ah, was? Ich kann das nicht mehr fassen. Komm schon. Oh. Was? Ich bin als Geist und kann trotzdem getroffen werden von der Kugel? Naja. Wie hoch? Kann doch eine Kugel kommen. Das war knapp. Und diesen einen Johnny nehme ich natürlich mit. So. Ja, damit hat Sarah schon gewonnen, ne? Nee. Nein. Wenn du jetzt gewinnst... Lass es uns nochmal zusammen festhalten. Für alle, die es nicht mitbekommen. Du stehst bei zwei Siegen, Sarah steht bei drei Siegen. Ah ja. Ich stehe bei vier Siegen. Ach, so war das. Ja. Das heißt, ja, ich müsste jetzt noch einmal. Super Nintendo habe ich jetzt gewonnen. Wenn du aber jetzt die nächste Runde gewinnst, steht ihr beide bei drei. Und dann müsst ihr ein Entscheidungsmatch machen für Super Nintendo. Wenn du das gewinnst, seid ihr in der Gesamtwertung punktgleich und ihr müsst nochmal ein Entscheidungsrennen machen für die Gesamtwertung. Aber wenn Nils jetzt gewinnt, habe ich gewonnen. Genau, richtig. Dann ist alles vorbei. Wenn Nils gewinnt, hast du gewonnen. Hab ich das komplette Turnier. Das klingt gewonnen. Komisch, ist aber so. Das heißt, du musst verlieren. Ich muss verlieren, damit sie gewinnt. Nein, du musst gewinnen. Ich wollte gerade sagen, du musst gewinnen. Genau, wenn Nils gewinnt. Ja. Wenn Nils gewinnt, habe ich das Turnier automatisch gewonnen, was auch kein cooler Sieg ist so. Aber den würdest du nehmen, oder? Wenn ich jetzt. Aber ich sag's mal so, ich würde ihn nehmen. Ah ja. Wenn ich jetzt. Ich verliere natürlich nicht extra, weil das Sarah gegenüber gemein ist. Für die Spannung wäre es natürlich super, weil dann haben wir jetzt haben wir zwischen euch beiden einen super spannenden Moment. Dann würden wir aber nur ein Rennen machen. Naja, das ist fies. Ihr müsst euch ja auch noch eine Strecke aussuchen dürfen. Ja. Dann machen wir zwei. Und falls es 1-1 steht, dann sucht der Zufallsgenerator das aus. Dann würfeln wir zweimal das erste den Cup und das zweite die Strecke. Ja. Gut, dann such mal was aus. Du musst gewinnen. Such dir eine, egal ob wir es schon hatten oder nicht. Kannst du auch eine, den du schon gefahren bist, dann ist ein Vorteil. Hauptsache. Bitte gib dir Mühe, Nils. Du natürlich, pass auf, ich hasse nichts weiter als Leute, die nichts mehr in einem Wettbewerb zu tun haben, außer irgendwie zu manipulieren. Das mache ich nicht. Ich gebe mein Bestes. Wettbewerbsverzerrung hier. Es geht um alles. Das weiß ich und ich glaube an dich. Was war das denn? Wie bist du denn da an mir vorbeigeschleudert? Wenn du da jetzt einfach so links abgebogen wärst. Einfach so tot. Oh nein! Ah, was? Oh. So komm, mit dem grünen Panzer? Ja. Oh, nicht schlecht. Oh nee, das war dumm. Oh, fuck. Sarah schnauft mehr als ich. Oh Gott. Das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Da kann ich mal irgendwas tun. Oh nein. Ah. Ich habe die Kurve zu früh genommen. Ja, da hast du natürlich mich ja auch kurz mal gesehen und hast du natürlich jetzt... Da war ich gierig. Warst du gierig, ne? Genau.
Oh, weird. Ja, nee, das wird nichts. Nicht aufgeben. Niemals aufgeben. Jetzt, wo ich ein bisschen entspannter bin, traue ich mich auch mehr, das Driften noch zu nutzen. Vorher war ich jetzt. Ein bisschen... Ja, was denn? Das läuft doch so super mit dem Driften. Ja, einfach weitermachen. Ach, scheiße. fuck, ey. Das fühlt sich falsch an. So. Das muss ich nicht falsch anfühlen. Sorry, ich konnte es nicht besser machen. Wer hat denn jetzt wie viele Siege? Das können wir das noch einmal kurz? Also, auf Platz 4 heute für Super Nintendo bist du, Esther, mit 2 Siegen. 3. Ne, 2 Siege, manche eine gegen Sarah, eine gegen Wirt. Genau, ja. Den. Also 2 Siege, 4 Niederlagen, damit Platz 4. Auf Platz 3 ist Wirt mit 2 Siegen, meine ich. Dann müssen wir aber nochmal spielen. Ne? Ihr könnt nochmal spielen. Oh, was ist interessant, weil in der Gesamtwertung seid ihr dann... wir sind jetzt schon punktgleich in der Gesamtwertung. Ja. Oh. Oh Gott, wir spielen jetzt um Kleines Platz 3. Ja, ja. Das ist jetzt Platz 2 und 3 für die Gesamtwertung. Super spannend, also gleich Entscheidungsmatch bei euch. Sarah, du hast 3 Siege und 3 Niederlagen. Bist auf Platz 2, bekommst 2 Punkte. Das machen wir gleich nochmal. Und ich habe... tatsächlich so abwechselnd mal gewonnen zum Abschluss. Yay! Hey! Das freut mich. Das wird natürlich nichts an der Gesamtwertung ändern. Wir haben jetzt noch zwischen euch ein Entscheidungsmatch, was wirklich wichtig ist, weil das geht in die Gesamtwertung ein. In der Gesamtwertung haben wir nämlich folgende Situation. Ihr beide habt ja jeweils 7. Einer von euch bekommt einen Punkt, gleich durch das Entscheidungsrennen, und geht dann auf 8. Und der andere bleibt bei 7 stehen. Ich habe, glaube ich, 5 in der Gesamtwertung durch die 3 Punkte jetzt. Also das stand vorher schon fest, dass ich da keinen Einfluss mehr nehmen kann. Sarah, du hattest 8 und du bekommst jetzt 2. Das heißt, du gehst... Nee, 3. 2. 2 bekommst du. Du hast bei Super Nintendo nicht gewonnen. Ach ja, stimmt. Du bleib mal bescheiden. Ja. Du gehst mit 10 hier raus und damit gratulieren wir dir auf jeden Fall. Ich gehe schon. Sarah gewinnt. Ja. Super Mario Turnier. Bist die beste Mario Kart Spielerin der Welt und bei Rocket Beans. Dazu gratulieren wir dir schon mal. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. aber es ist wunderbar, dass das Schicksal uns jetzt noch eine Situation geliefert hat, in der ihr beide jetzt ein Entscheidungsmatch spielen könnt. Der eine Punkt wird entscheiden, Gesamtwertung 2 oder 3. Ich mache mal Platz hier. Ich dachte, ich wäre jetzt durch. Also ihr macht jetzt ein Entscheidungsrennen. Die bin ich halt schon. Okay. Und entweder, ich bin 2 noch nicht gewonnen. Ein Rennen? Ein Rennen. Aber das ist ja nicht genau, weiter. Wir können ja entscheiden. Wir können ja 2 Rennen. Also, ich mache lose sonst. Nee, 2 bin ich auch noch nicht gefahren. Gut, wenn ihr euch... Gendert, das ist das Finale dann. Also wenn ihr euch auf diese eine Strecke, dann so be it. Alternative ist, ich schreibe 2 lose. Das erste für den Cup und das zweite Los für die Strecke. Aber wenn ihr euch auf eine einigt, ist es umso besser. Wir können das gerne so machen. Dann nimm Bowser's Castle 2. Eine Runde. Und eine Strecke. Einmal und es entscheidet sich. Okay. Es entscheidet sich. Das ist so schlimm. Jetzt! Ach Gott, du kannst zumindest driften. Ich kann es immer noch nicht. Nee. Okay, also Wirt ist Toki. Unten Esther ist Koopa oben. Und dieses Rennen entscheidet... Wer nimmt den einen Punkt aus Super Mario Kart für den Super Nintendo mit? Und wer wird dadurch auch in der Gesamtwertung auf Platz 2? Ach, natürlich. Spannender geht's eigentlich nicht. Natürlich die Kugel mit. Esther zieht an Wirt vorbei. Wo muss man hier lang? Ja, da gibt's immer so ein paar alternative Pfade. Hallo, wo kommst du her? Haha. Ja, natürlich fahre ich dagegen. Wirt nimmt sie mit. Ach Mann, ey. Ich nehme dafür alle Wände mit. Du. Spannendes Rennen. Bis zum Schluss. Ah, hier ist diese Scheißkurve. Das ist eigentlich egal. Also es gibt da mal Alternativen, aber man kommt immer ins Ziel. Das ist recht gnädig jetzt im Vergleich mit dem, was es in späteren Teilen gibt. Ach komm, was? Ich krieg da schon wieder was? Dark. Hast du mich abgeschossen? Ja. So. Aber ich fahre die ganze Zeit gegen Wände. Ja, ich auch. Oh, ey, ich nehme das schon wieder mit. Ey, das kann nicht sein, komm. Das war richtig knapp. Ja, das war ein Millimeter. Ich habe einfach mega Pech. So, ein Pixel. Fuck. Schon wieder diese Stelle. Ja. Oh, diesmal nimmst du den... Stopp! Oh, shit. Ich dachte, man konnte beide nehmen. Ich dachte, da kann man weiter. Dachte ich auch. Okay, das hat mir jetzt... Das war wirklich... Habe ich dich schon wieder aus Versehen in die Irre geführt.
Nee, ich dachte ja auch, da kann man weit. Oh, das hat aber das ist wahrscheinlich mit einer Feder eine Abkürzung, ja. Aber fahr einfach Scheiße. Weiter. Wird es noch nicht weit weg. Ja, ich ist, ja, ich sehe ihn da hinten ja, irgendwo. Ein Fehler. Ich kann immer noch irgendwo gegenfahren, ich kann irgendwo immer noch getroffen werden, ich kann immer noch runterfallen. Aber du hast einen roten Panzer. Außerdem habt ihr noch zwei Runden. Also zwei Runden, ne? Du bist gerade in die Vierte, ja. Von wegen. Also es stand noch nicht final dran. Okay, da bloß nicht lang. Da lang, da lang. Da kann ich aber lang. Okay, da war... Hä? Oh, ja, Scheiße. Das ist Not gegen Elend, ne? Ja. Ja, diese eine Situation, und Esther, das Schlimme daran ist, du hattest jetzt zwei so Situationen, ja. Wo du wirklich Pech hattest, da eben links abgebogen und dann gegen, war das gegen Sarah oder gegen Wirt? Weiß ich gar nicht mehr. Gegen Wirt, ne? Ja. Als du dachtest, du hattest gewonnen und dann, ja. Das sind jetzt zwei Siege, die du verloren hast und damit gratulieren wir Wirt zum zweiten Platz bei Super Mario. Oh Gott. Karl auf dem SNES und damit auch zum zweiten Platz in der Gesamtwertung. Danke. Die haben wir jetzt nämlich final, also ich bleib bei 5 ganz unten, dann Esther mit 7, Wirt mit 8 und Sarah mit 10. Das ist die Reihenfolge, wie sie für alle Ewigkeiten in den Marmor gemeißelt wird. Wir haben es geschafft. Wir müssen durch die Historie durch. Dankeschön. Das kann ich mir zu Hause ganz hier. Frisch. Ja. Oh. Sehr schön. Ja. Hast du am Ende ein bisschen gezittert, ne? Voll. Ja. Also es war auch nicht, also Mario Kart Wii hat mich gebrochen. Ja. Und dann jetzt nochmal den SNES-Teil zu spielen, den ich nicht gut kenne. Ja, und dann hast du stellvertretend für mich ja eigentlich dann nochmal das rausgeholt. Dementsprechend bin ich sehr dankbar, aber es war jetzt auch nicht irgendwie, es war die ganze Zeit knapp. Ich habe gezittert. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Schön, dass wir uns das alles nochmal angeguckt haben. Ja, aber ich muss wirklich, wir haben es jetzt oft gesagt, aber ich kann es nicht oft genug betonen, alles, was nach Super Mario Kart kommt, ist verdammt schlecht gealtert und es ist wirklich verdammt schwierig. Man erkennt die Strecken kaum. Ja, das stimmt. Die Steuerung ist super unpräzise und wenn man da aus der Übung ist, ist es unfassbar schwierig. Ja, vor allem die GameCube-Version fand ich halt wirklich schwammig, also als wäre man irgendwie auf Kufen unterwegs. Ja, und das stimmt. Das war für mich so das allererste Rennen, was wir gemacht haben, aber ich dachte so total verkackt. Ich dachte so gehst du in das Turnier mit dem letzten Platz total gebrochen. Ich habe mich auch richtig auf Double Dash gefreut und hatte das halt nicht so in Erinnerung. Ja, also ich hätte auch gedacht, von allen Teilen beim GameCube hätte ich am meisten mir Chancen eingeräumt, weil ich das auch echt viel gezockt hatte und dachte, ich bin echt gut. Und ich war so unfassbar schlecht. Und ich weiß nicht, ob das, weil wir haben es ja gar nicht auf dem Original-Cube gespielt, ne? Doch, hatten wir. War das sogar Original? Ja. Oh Gott, also so schwammig war das. Ja. Oh mein Gott. Gut, aber das Ergebnis ist nicht schwammig, das ist eindeutig. Sarah gewinnt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst gerne freundliche Kommentare unter diesem Video und Gratulation natürlich für unsere Siegerin und Trost für unseren Letztplatzierten. Wer ist das? Ich. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Trost. Macht's gut, Leute. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.